Hallo Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir sind in der Eiswelt und gehen jetzt... Geil, wir rutschen selbst da runter. Guckt euch das mal an. Mit Pinguin wahrscheinlich nur. Wir werden uns jetzt ans zweite Level trauen und hoffentlich erstmal mit Skill probieren. Statt mit Fail. Der erste Boomer ist schon mal erledigt. Ich bin guter Dinge. Warum tausche ich eine Eisblume gegen einen Pinguin? Kein Sinn. Yeah. So, jetzt. Okay. So, wie kriege ich den platt? Der wird jetzt ja das, die Kanone auf jeden Fall mal irgendwann abtreffen. Dann habe ich eine Chance. Jetzt habe ich die Chance. Okay. Gut. Sehr gut. Aha. Und das erste Checkpoint erreicht. Wir haben noch volles, von daher brauchen wir nicht zu gucken, was da drin ist, aber wir machen es trotzdem. Ah. Komm her, Eisblume. Tschüss, Eisblume. Geil. Okay, mit Skill schaffen wir selbst diese Mutprobe, die wir uns da gerade selbst gestellt haben. Gut. Das hat was. Gut. Es läuft doch sehr, sehr gut. Und ich bin mir jetzt sehr sicher, dass wir das dieses Mal besser schaffen als die ganzen Male davor. Mhm. Wenn das so weitergeht. Nicht. Boah! Shit! Boah! Wie weit der... Wow! Wie weit der das geschlagen hat, ist ja unglaublich. Ich muss da hoch. Das auch noch. Die Entwickler lassen sich echt jegliche fiese Sache einfallen. Oh mein Gott. Oh no. Wie oft schießt das Teil? Wir haben aber den Checkpoint erreicht. Und das bedeutet... Ja. Das bedeutet, wir sind wieder hier. Awesome. Geil, Pilz weg. Wer braucht den schon? Geht doch nicht. Freunde, warum rauschen wir denn? Vorher wollen wir uns diese Starcoin nochmal. Sehr gut. Ich trau mich nicht darunter. Ich hab außerdem alles. Mal schauen, wie lange ich hier oben bleiben kann. Und hier ist doch das Ziel. Gut. Ziemlich viel, was sich jetzt freischaltet. Bis zur Burg sogar schon. Der versperrt uns direkt mal den Weg. Der Hammerbruder. Beziehungsweise besser, der Eisbruder. Okay. Ah gut, ich kann ja nichts vernichten, von daher. Sehr gut. Ich traue dem da oben nicht. Und dem dann noch weniger. Okay, wirf. Dreimal, ja.
Hehe. Gut. Wir kommen sehr gut voran. Das sieht mir nach dem nächsten Level aus, und so ist es. Was passiert jetzt schon wieder? Was haben sie sich für Gemeinheiten ausgedacht? Das sieht so aus wie das letzte Level. Und was ist hier anders? Dann haben wir wohl einen Eisbruder, der mich direkt schon empfängt. Wäre nicht nötig gewesen. Ah, das ist ein cooles Level. Geil. Ein einziger Eiszapfen, der mich trifft. Nee, also. Wow, ein geheimes Leben. Kann man schlimmer failen als das, was gerade war? Wow, wow, wow. Schild. Da hilft mir selbst die Melodie nicht weiter. Jo. Gib mir das geheime Leben. Wir stürmen jetzt durch, Freunde. Gut. Hehe. Thank God. Jawohl. Hehe. Na, mach du mal, das ist mir dann doch vielleicht viel Zeit wert. Okay. Ich verbau mir hier das noch. So, was ist denn da drin? Eine Münze. Da? Hier ist doch was. Das sind aber nur Münzen. Egal, wir wollen alles. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Gut. Es waren nur Münzen, aber immerhin etwas. Gut. So macht man das nämlich. Das hätte ich ganz einsammeln müssen. Auf jeden Fall brauchen wir das Fass hier. Wir müssen das jetzt unbeschadet drüber bringen. Dieser gemeine Kerl. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es beim zweiten Nono versuchen und gewinnen. Geil! Hoffentlich kommt das fast wieder. Wie oft ich hier schon hin und her gelaufen bin.
aber es ist noch da. Danke, Entwickler. Danke. Danke für diese gute Tat. Also heute klappt ja nichts. Aber das hängt damit zusammen, wenn ich dann mal fehle, denke ich mir, oh, muss es schneller machen, dann schon will ich wieder, zack, hops. Also lieber geschillt an die Sache rangehen und nicht so wie ich gerade wieder Kamikaze. Na gut, immerhin wissen wir ja, das, den Pilz könnten wir ja doch mal. Den Pilz könnten wir? Da ist gar keiner drin, okay. Krass. Oh. So macht man das, gilt. Oh, no. Und so macht man das fällig. Oh. Da wollte ich gleich. Okay, Leute. Es ist Zeit für Skill-Modus an. Jetzt machen wir das wirklich ganz präzise. Nicht einmal failen. Oh, er hat den geopt. Okay. Wir haben Zeit. Krass. Krass. Ja, dann. Super cool. Aber ich habe noch eine Chance. Ich habe immer noch Chancen. Geil. Wie mache ich das jetzt? So, ich brauche Anlauf. Dass ich mir das jedes Mal so vermasseln muss, ey. Das ist doch nicht normal. Danke. Okay. Merken wir uns, ich habe alle Zeit der Welt. Und warum nehme ich mir nicht alle Zeit der Welt? Okay. Freunde. Ich könnte jetzt natürlich den Stillmodus anschmeißen, aber das will ich jetzt noch nicht. Da habe ich noch. Ich kann euch noch viel sagen dazu. Deswegen. Hehe. Super. Zwei Freunde gefroren nebeneinander. Ich komme da nicht mehr da hoch. Und die Musik ist auch geil. Kommt mir doch sehr, sehr bekannt vor. Ist das nicht Mario 64? Untergrund, ne? Ist das Untergrund? Doch, klar. Gib mir die Items, ja. Es geht nicht. Das
Dass ich selbst das vergesse, dass ich nicht einfach so oft... Geil! Wenn mich der Goomba getötet hätte, ey. Nee. Das grenzt echt an Kriminalität hier. Kommt her, Goombas. Aha. Oh, no. Ich hätte wirklich... Naja, ich kann euch auch erklären, woran das liegt eventuell. Wie bereits im ersten Part erwähnt, habe ich nie vorher ein 2D Mario gespielt. Und das ist mein erstes. Und ich habe mit dem Nintendo 64 angefangen und Mario 64. Deswegen liegen mir diese 2D Marios nicht so gut. Aber trotzdem freue ich mich, es Let's Playen zu können. Und der Schwierigkeitsgrad ist echt gesalzen. Weil ich trotzdem nicht gedacht hätte, dass ich hier so viel fehle, weil normalerweise nicht. Normalerweise geht das wirklich so, wie ich hier gerade durchlaufe. Ja, nicht die ganze Zeit, aber an der Stelle schon. So. Da rutscht mir einfach zu viel. Cool. Gut. Ich muss mich nur zu meinen alten Werten zurückkennen. Das ist doch langsam lächerlich. Was soll ich denn noch machen? Was erwarten die von mir? Es ist lächerlich. Das ist echt schon wieder das dritte Mal, dass ich diesen komischen Kasten sehe. Dass ich da auch jedes Mal aufs Neue meinen Power-Up verliere. So. Warum? Die Frage nach dem Warum? Gut, Leute. Ich beende diesen Part an der Stelle. Bitte wieder schön kommentieren, damit ich weiß, woran ich bin. Ich denke, nächsten Part wird's eindeutig besser laufen. Es kann nur besser werden. Schaltet wieder ein, seid wieder dabei. Euer Playman sagt Ade.